Schwerer Seegang hat am Samstag den vom US-Militär errichteten Anleger für Hilfsgüter im Gazastreifen beschädigt. Das teilte das US Central Command CENTCOM mit. 4 Schiffe seien aus ihren Verankerungen gerissen worden und an die Küste getrieben. Verletzte habe es nicht gegeben und der Anleger sei weiter funktionstüchtig, hieß es in der Mitteilung. 2 der betroffenen Schiffe lägen nun am Strand in der Nähe des Piers vor Anker. Die anderen beiden seien an der israelischen Küste in der Nähe von Ashkelon gestrandet, teilte das CENTCOM mit. Diese beiden Schiffe sollen nun mit Hilfe der israelischen Armee geborgen werden. Bis zum 24. Mai sind nach US-Angaben mehr als 1.000 Tonnen Hilfsgüter über den Pier in den Gazastreifen gelangt. Der Anleger war Mitte Mai in Betrieb genommen worden.